So, hallöchen und mit willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play World of Subways 4. Ja, lange ist es her, dass wir das letzte Mal gefahren sind. Und es haben auch schon einige nachgefragt, wann immer wieder eine Folge hier aus dem New Yorker Untergrund kommt. Und jetzt ist es soweit. Wir sind wieder hier in unserem, ach so schönen Büro, das ist einfach super. Also ich habe eigentlich voll, ich verspüre die Lust, mich ein bisschen umzuschauen, erstmal umzuziehen. Natürlich, das ist ganz wichtig zu Beginn. Erstmal hier umziehen, da, nee, das mache ich nicht, das ist nicht mein Bier. Welches ist unser Spind? Das ist unser Spind. So, dann nehme ich gerade mal hier den, nicht gucken, das geht nicht. Dann kann ich hier nicht mit meinem Schlüssel ran und dann einmal umziehen. Oh, wie sehen wir heute gestylt aus? Wunderschön. Wir sehen aus wie Badezimmerfliesen, das ist einfach schön. Naja, gut. Sagen wir, gehen gerade mal zum Chef, da ist die Sekretärin. Ist die da? Hallo? Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden vom letzten Mal für uns? Ich wollte mich nur dafür entschuldigen, dass ich das letzte Mal ein bisschen Mist gebaut habe. Ist keiner da. Okay. Gehen wir mal durch. Direktor. Ah, du bist der Chef. Ich glaube, das ist mir eigentlich auch egal. Haben Sie noch irgendwelche Beschwerden? Hallo? Ich frage immer besser nicht, wenn der Herr was auf uns zugekommen. Wir, würde ich sagen, gehen hier gerade mal zur Personaleinteilung. So, Kollege. Feuerwehrmann. Okay. Ach, hier sitzt die Sekretärin. Okay, die sitzt jetzt hier beim... Sie hat Kling gemacht. Was hier? World of Subways 4 Contracts. Okay, super. Wir holen uns gerade mal eine Schicht ab, Kollege. Gut, dass ich dich sehe. Es sind noch fast alle Dienstpläne offen. Welche Schicht ist denn für dich interessant? Die ich schon ausgewählt habe. Nee, ich habe mir mal gedacht, wir fahren mal wieder die andere Richtung. Nicht die von letztem Mal, sondern eben die Gegenrichtung vom 42. St. Times Square in Manhattan zur Flushing Main Street, St. Queens oder sowas, ist ja egal, auf jeden Fall hier vom Times Square und das Ganze in einem schönen, sonnigen, naja, Spätfrühling, Frühsommer, wie heißt das überhaupt, ist ja egal. Auf jeden Fall fahren wir so in dem Zeitraum. Und dann los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich schnapp mir einen Zug, so wirklich so, ich nehme ihn unterm Arm mit und dann trage ich den zum Gleis und dann setze ich ihn auf die Stromschiene. So stelle ich mir das vor. Genauso. Ist doch auch so, oder? Hab immer gedacht, das ist wirklich so. So, da wir wollen, dass Fahrgäste einsteigen, nehmen wir den Einsteigermodus. Okay. Ja, die nehmen wir auch nochmal. So, dann machen wir hier einmal ganz kurz alles, was wir brauchen. Bremse bis nach links, damit hier Druck aufbaut. Zack, aufstecken. Innenraumbeleuchtung, Frontlicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Hauptlüfter nochmal einschalten. Das mit dem Bremsdruck ist mir ja gerade Wurst. Wir müssen nur schauen, dass wir vorne die Zielbeschilderung noch richtig schildern. Es ging nochmal über diese Knöpfe. Signalhorn, Schaltrelais, Zielanzeige vor. So, gucken wir mal, was jetzt hier draufsteht. So, Tür ist offen. Wir sind am Times Square. Das heißt, wir fahren zur Main Street. So, not in service. Stimmt nicht so ganz. Habe ich mal gehört. Nächste Ziel. Signalhorn immer noch hier. Zielanzeige vor. Wow, Josh kann Zielanzeigen vorstellen. Ich bin so unglaublich kompetent. Ja, ich stelle mich der Zielanzeige vor, müsst ihr wissen. Hahaha. Fand jetzt eigentlich jemand lustig? Ich finde den eigentlich ganz amüsant. Main Street, Flushing. Ich glaube, da müssen wir hin, gell? Flushing Main Street und wir stehen am Times Square. Wunderbar, wir haben richtig geschildert. Ist ja der Hammer. So, und das ist jetzt immer noch unser Zug. Der Hauptlüfter müsste laufen. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Luft hier drin. Zum Glück nicht, wie stickig ist oder so. Gell, Mene da. Aber was halten Sie von der Belüftung hier im Zug? Ja, ich finde hier eigentlich ganz in Ordnung. Also die Luft könnte natürlich ein bisschen besser sein hier unten, aber können Sie als Zugfahrer nichts. Sie haben ja schon einiges dafür getan, dass wir hier gute Luft haben. Dankeschön. Genau das wollte ich hören. Deswegen hast du es auch selber gesprochen, Josh. Ja, ist doch in Ordnung. Ich gehe doch schon vor. So. Ich setze mir doch später meinen Führerschein, ob ich hingehöre. So, können wir einmal hier sitzen? Okay. Richtige Tastenkombi fit, dann läuft das auch. So, der Lüfter läuft. Ich glaube, ich mache mal mein Kabinenlicht. Boah, ist aber sehr dunkel hier jetzt ohne Kabinenlicht. Was passiert, wenn ich den Leuten das Licht ausmache? Muhaha. Ach Quatsch, der Hauptlüfter läuft, das ist super. Und dann würde ich sagen, schauen wir vielleicht mal gerade auf die Abfahrtszeit. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ich steige, würde ich sagen, gerade nochmal aus. Macht das Sinn? Ja, komm, wir steigen mal ein bisschen aus hier. So, kann ich dann auch mal laufen? Hallo? Dankeschön. Also das ist hier der Times Square. Was bist du denn, Kollege? Bist du der Expresszug? Ich wollte auch mal eine Runde Expresszug fahren. Das finde ich auch mal eine ganz gute Idee. Machen wir, würde ich sagen, mal der nächsten. Ach, du fährst auch dahin. Ist auch so ein Local Train zur Main Street. Das ist ja super. Was im Takt haben wir jetzt eigentlich hier? Da habe ich immer noch keine Ahnung von. So, 42. Straße. Sowas hältst du davon? Müsst du nicht einsteigen. Da mein Zug fährt früher als der von dem Kollegen da drüben. Möchtest du wirklich nicht einsteigen? Ist ja dunkel, habe ich das Gefühl. Ist ja egal. So. Sie sind sehr stylisch angezogen, der Herr. Sie schauen noch sehr freundlich. So. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt noch ganz viel Zeit verplemper, steigen wir ein, stellen etwas Zeit vor und fahren nochmal los. So, Kabinentür zu, 789 und dann
tabben wir, was das Zeug hält. Ich mache die Bremse schon mal weg, Kabinenlicht aus. Jo, bis um 4 nach, da haben wir dann etwa Abfahrt. Genau, ich war voll abgefahren, Josh, gell? Das ist super. So, ich würde sagen, die letzten 30 Sekunden nutzen wir aber nochmal, um zu residieren. Also, wir haben soweit, denke ich mal, alles eingerichtet. Der Lüfter... Wer hat den Lüfter ausgeschaltet? Wer hat den Lüfter ausgeschaltet? Warum ist der Lüfter schon wieder aus? So, jetzt haben wir mal das... Licht, würde ich sagen, lassen wir gerade mal an. Ich meine, das stört jetzt eh keinen mehr, wenn wir ein bisschen weiter hinten am Bahnsteig stehen. So, die Bremse ist gelöst. Das heißt, ich darf auch gleich losfahren, ne? Ich wollte doch schon mal signalisieren, dass ich gleich losfahre. So. Linie 7 nach Main Street. Bitte einsteigen. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. So. Times Square, genau. Waren wir gerade. Jetzt fahren wir mal ganz gemütlich los. Ich muss auch schauen, dass ich mich wieder ein bisschen in die Steuerung hier einlebe. Aus diversen Gründen, aber ich glaube, das läuft einigermaßen gut. So, hier im Untergrund für 32 fahren. Es ist ein bisschen blöd aus dem Grund, da wir dafür kein eigenes Ritzel in unserem Beschleunigungsding da haben. Das heißt, es muss jetzt irgendwie selber ein bisschen mit Gas geben, Gas wieder weg. Also Strom geben, ihr wisst schon, was ich meine. Man gibt ja bei der U-Bahn kein Gas, weil die ja nicht hier mit Benzin läuft und so. Oh, das sind 24, was ist denn da los, ne? Gut, dann werden wir dem mal vollgetragen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir gleich am Bryant Park halten. So, hier sind 24 für die Einfahrt gedacht. Okay. Dann stelle ich jetzt gerade mal auf das hier und dann würde ich sagen, ja komm, Licht, ganz ehrlich, das mit dem Licht, das lasse ich einfach sein. Das lasse ich einfach an die ganze Zeit, weil sonst seht ihr echt wenig. Ich bin jetzt auch gerade dabei, eine neue Aufnahmemethode auszuprobieren, die etwas weniger dunkel sein sollte als die Game Capture Aufnahmen. Die sind immer relativ dunkel gewesen. Es sollte so, denke ich, etwas weniger dunkel sein. Das heißt, man sieht auch im Tunnel ein bisschen was. So, 6, 8 Wagen haben wir nicht. Wir sind der längere Zug. Die Frage ist nur, wo genau vorne... Ach, hier. So, hier jetzt genau. Passt das soweit? Ah, die steigen ein und aus. Wunderbar. Kann ich gerade mal rausgucken. Erste Tür ist noch hier im Bild. Komm, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Das heißt, ich steige hier mit den Leuten mal aus. Genau. Jetzt macht er die ganze Zeit hier seinen Bremsdruckaufholding. Da ist ja ganz schlimm. So. Aber ich habe ganz gut hier gebremst, muss ich sagen. Hier da vorne wäre jetzt quasi oberstes Ende der Fahnenstange gewesen. Aber ich glaube, die Dinger haben auch immer ein bisschen Toleranz drin. Einfach aus dem Grund, weil nicht jeder Fahrer so kompetent sein kann wie ich und punktgenau bremsen. Ja. Oh, ist das natürlich. Okay, gut, natürlich leider nicht. Hörst du, machst falsche Cody nach. Ja, ist halt okay. So, bremsen wir, lösen wir wieder, sonst gibt's hier. Wenn die ganze Zeit im Hintergrund sagt, bleib, ist halt, wenn der Bremsdruck sich aufbaut. Weißt du, dazu die ersten 3 oder 4 Bremsstufen, bei denen ist das so, die bremsen rein elektrisch und das geht halt nur bis zu einem bestimmten Grad, also bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit runter und irgendwann kannst du mit so einer elektronischen Bremse nicht mehr viel machen. Du musst halt trotzdem noch hier deine Druckluftbremse draufgeben, ansonsten kommst du halt nicht zum Stehen, was halt gerade an Stationen etwas ungünstig ist, habe ich mal gehört. Wenn Fahrgäste ein- und aussteigen wollen, bei einem Expresszug benötigt man die Bremseinrichtung nicht allzu oft. Hier bei so einem Local Train, der aber wirklich an jeder Milchkanne dreimal hält, da sollte man da doch schon des Öfteren mal halten. Aber wie gesagt, das mit dem Expresszug würde ich sagen, das halten wir uns mal für die nächste Aufnahme mal bereit. Das finde ich auch eine gute Idee. Dann machen wir das auch mal mit dem Expresszug. Oh, da vorne ist ein 48. Das heißt, ich darf ein bisschen schneller fahren, etwas zügiger. Wir sind sogar ein Zug, das passt dann also sogar. Okay, so Grand Central Station hier, oder was? Wie ist an der Grand Central Station? Wie in Madagaskar. So, machen wir mal hier. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Vierer, die ich gerade schon drin habe, ob die auch schon bremst mit Druck oder noch nicht. Sieht noch nicht danach aus. Das heißt, die muss wirklich eine weitergehen. Dann haben wir da auch noch hier den Bremsdruck mit drin. Wunderbärchen. So, Zeit haben wir auch gar nicht allzu viel zum Einsteigen, liebe Leute. Also beeilt euch ein bisschen hier. So, ich kann nicht mit offener Tür fahren, oder? Nee, das macht man, glaube ich, nicht als Fahrer. Darf er das? Ich glaube, er darf das nicht. Das ist das Problem. Ich höre gerade, der Schaffner hat freigegeben, dass wir fahren dürfen. Also ich kann auch mal... Wie war das? Ah, genau. So ging das. Ja, okay. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ah, okay. Hab gerade die Sichten durchprobiert, weil man konnte ja immer hier so stationseinfahrtsmäßig da reingucken. Das fand ich nämlich immer ganz toll. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal wieder ein bisschen, weil da kann man ein bisschen die Fahrgäste beim Fahrgastwechsel zuschauen. Dann sitzt man nicht immer nur die ganze Zeit in seiner Kabine da drin und versemmelt da irgendwie, vergammelt da vorne. Ich habe einen Hauptlüfter, da vergammelt keine Luft bei mir, ne? Auch wenn die Luft in U-Bahn generell etwas verbraucht ist, vor allem gerade wenn man in London ist und da die U-Bahn eben auf verschiedenen Ebenen fahren, wenn man da auf die unterste Ebene kommt, also da ist die Luft richtig verbraucht. Man merkt wirklich, je tiefer man kommt, desto schlechter wird die Luft. Das ist
nicht nur ein bisschen so, das ist wirklich relativ extrem so. Das finde ich interessant und schockierend gleichermaßen. Also unten ist so richtig warm und stickig. Wir haben mit der, glaube ich, mit der braunen und mit der roten Fähre, das sind die beiden, die ganz unten fahren in London. Da ist die Luft wirklich richtig stickig. Oben wird es dann besser, gibt es noch die in der Mitte fahren und dann die ganz modernen, die Yellow and the Green Line, die fahren dann, glaube ich, ganz oben. Sowas in der Art. Wenn mich nicht ganz alles täuscht. Aber was mich wirklich nicht ganz täuscht, ist, dass der Vernon Boulevard, ist ja noch über einen Kilometer entfernt ist. Also irgendwie fahren wir jetzt relativ lange Strecke. Ich glaube, das wird mal in die Kommentare geschrieben, dass ich jetzt den großen Fluss durchquere. Hat man ja auch auf der Karte soweit sehen können. Ist aber echt schon ewig her, dass ich das letzte Mal hier World of Subways gefahren bin. Oder von der 65 fahren. Das sieht zwar doch gerade mal aus, oder? Beschleunigen wir einfach schon mal im Vorhinein. Das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Die Frage ist auch, die ich mir stelle, wie schnell denn unser Zug hier kann. Also er kommt auf jeden Fall über die Höchstgeschwindigkeit, die wir gerade fahren dürfen. 65 kommt auf jeden Fall hinaus. Wie schnell wir denn wirklich fahren dürfen, weiß ich gar nicht. Also, ja, und ich habe auch immer Angst, dass auf einmal so eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 24 kommt und wir dann entgleisen oder so. Weil die Ankündigungsabstände sind nicht allzu groß und ich fahre zu selten, als ob ich die Strecke wie meine Westentasche kennen würde. Vor allem, weil ich gar keine Weste anhab, aber es ist, tut auch nicht zur Sache, gell, ne? Das ist auch, denke ich, relativ egal. So, in 200 Metern kommt auch schon die Station. Das heißt, ich nehme hier komplett den Schwung raus. Das heißt, den Rest rollen wir, wobei wir halt echt langsam. Egal, wir haben ein bisschen Zeit, ne? Wir haben Zeit bis um 11 nach. Es ist gerade erst knapp 10, werden wir in die Station einfahren. Oh, wir kommen sogar pünktlich jetzt zu den 40 da. Ist ja super, zur Stationseinfahrt. Ja, der Hammer. So, es muss nachladen. Super, so, es ist toll. Das Tolle ist ja, Omsi, wenn es nachlädt, bleibt stehen und World of Subways läuft einfach weiter. Leute, bisschen hier, please, Mainzer Abstand, beise Zug und so. Ich nehme euch alle rechts mit, das wisst ihr aber schon. Also nicht nur als Fahrgäste, sondern auch andersweitig. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh gebremst. Und es geht leicht bergauf oder so, habe ich das Gefühl. Aber wir haben, wie gesagt, Zeit. Das heißt, wir können ganz gemütlich hier die Stationseinfahrt gestalten. Aber der Fahrplan ist ja echt gerade voll gemütlich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Einmal zum Stehen bleiben und dann einmal auf die Türen, Schaffner Kollege. So. Schaffner Key macht das bestimmt super. Die quetscht dann mal Leute zwischen den Türen ein und die Leute halten ihre Taschen fast im 90-Grad-Winkel senkrecht von sich weg. Das ist super. Also ich muss sagen, das machen die echt klasse einfach. So. Ah, hier da vorne sind es hier langsam alle drin. Ja, sieht gut aus. Das heißt, der Schaffner macht gleich mal hier die Türchen zu. Wie gesellt, wir dich hier vorne rein, wo gute Luft ist. Woran erkennt man gute Luft? Ja, genau. Ich glaube, dann dürften wir auch relativ bald mal wieder oberirdisch kommen. Weil ein Großteil der Strecke hier ist ja oberirdisch. So, ich mache mir wieder, damit wir ein bisschen Bremsdruck aufbauen, können wir schon relativ früh am besten den Schalter nach links legen. Weil ohne genügend Druck in den Druckkanälen können wir halt nicht losfahren, weil die Bremse sich nicht lösen können. Das ist etwas blöd. Und das Problem lösen wir. Ja, das Problem lösen wir dann, indem wir die Bremse frühzeitig lösen. Josh, du bist so unglaublich lustig. Ja, ich merke schon. Die Witze sind einfach super. So, nächster Halt ist Hunters. Bin da mal gespannt, wann wir denn nach oben kommen. Ach, hier vorne sind wir schon da. Ist ja super. Ist das denn die letzte Station, bevor wir nach oben kommen? Ich glaube, da vorne erblicke ich Tageslicht. Heißt meine These, stimmt, dass wir bald nach oben kommen, das ist super. Und auch hier mal wieder ein bisschen. So, Hallöchen, bin ich auch wieder zurück. Das Problem war, ich habe jetzt heute das allererste Mal mit Fraps aufgenommen. So, und wenn das Spiel dann abschmiert, dann schmiert die Aufnahme sofort instant mit ab. Deswegen war ich gerade kurz weg und hab nochmal hierher fahren dürfen. Ich will das doch gar nicht. Jetzt durfte ich nochmal hierher fahren. Das ist super, hat voll viel Spaß gemacht. Nee, ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht. Das Problem ist nur, dass es ätzend ist, dass ich wieder hierher fahren durfte. Yay! Weil ich eigentlich nur aufnehmen wollte. Ich will doch gar nichts anderes. Mehr will ich doch gar nicht. So, die da rechts halten Händchen. Das ist natürlich auch schön. So. Bleiben wir mir am besten ganz vorne stehen. Genau, da können wir vielleicht auch einmal aussteigen. Sag nicht, wir haben jetzt... Ich halte doch gar nicht so weit vorne. Ich habe doch sogar noch Bahnsteig... Hat der jetzt wirklich, weil... Weil wir jetzt ein bisschen weit, zu weit vorne gehalten haben, obwohl hier Bahnsteig ist? Da ist doch Bahnsteig. Kollege. Das ist doch Hunters PT. So, wenn ich jetzt mal gucke, da ist das Täfelchen. Ich halte doch direkt am Täfelchen. Ich halte doch direkt am Bahnsteig. Wo ist das Problem hier? Oder muss ich weiter vor? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter vor.
funktioniert ja richtig klasse gerade. Ich bin so stolz auf das Spiel. So, machen wir die Bremse wieder weg. Dann fahren wir noch ein paar Meter weiter zurück, weil ich weiß gar nicht, was das Spiel von uns möchte. Soll ich hier halten? Hä? Was will denn das Spiel von uns jetzt? So, nochmal ein bisschen nach vorne. Nach vorne, Bremse weg und das halten wir mal direkt am Schildchen. So. Kollege. Also. Wirklich. Ich halte direkt an diesem Schildchen. Direkt. Quasi sofort. Wo ist dein Problem? Ist mal wirklich, wo ist das Problem gerade? Ich halte es einfach mal jeden Meter mal an. Vielleicht hilft es ja irgendwas. Hier vielleicht. Möchte der Feinherr, dass ich hier halte. Möchte der Feinherr, dass ich vielleicht da halte. Möchte der Feinherr, dass ich einen Meter weiter vorne halte. Hä? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Gut, darf ich einfach durchfahren? Darf er das? Weil, ganz ehrlich, ich habe mich bemüht, das habt ihr gesehen. Und das war ja Hand, das PT da, wo wir gerade waren. Das war ja nicht irgendwas anderes, das war ja Hand, das PT da. Und ich habe richtig gehalten. Ich habe richtig gehalten. So, ich habe sogar mal wieder richtig geschildert. Ich bin sogar stolz auf mich. Ja, es ist toll. Nee, aber es war wirklich... Ich habe doch eine Rede gehalten. Bekomme ich wahrscheinlich nach einer Auswertung vom Chef einen auf den Dötz, weil ich an einer Station nicht gehalten habe. Aber, ihr habt gesehen, ich war bemüht, mich da zum Stehen zu kommen und so. Und die Schaffner-KI ist ja trotzdem aktiv. Die habe ich ja nie ausgeschaltet. Also, glaube ich zumindest. Wenn es in der nächsten Station wieder nicht klappt, dann gucke ich vielleicht mal, ob es an der Schaffner-KI liegt. Was ich natürlich mir nicht vorstellen könnte, weil ich immer professionell bin. Immer. Jederzeit. Dauerhaft. Im Let's Play. So, und ich brauche natürlich nicht mehr hier draußen. Durch schöner, schöner Sommer, Frühlingstag hier. Spätfrühling, Frühsommer haben wir auch schon mal gehabt, das Thema. Eins von beiden halt. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, ob das in der nächsten Station funktioniert. Der Zug wird entgleisen. Wird er das? Darf er das? Die Frage ist, ob der Zug entgleisen darf. Das wissen wir alle nicht genau. Ich denke mal nicht, dass er das darf. Dürfen tut er das bestimmt, aber... Kabine, ich brauche jetzt auch nicht. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Wenn nicht, dann versuche ich einfach mal manuell die Türen zu öffnen. Also, ich lasse einfach manuell die Türen öffnen und nicht die Schaffner-KI. Ich tausche die KI jetzt gegen manuell aus, ganz einfach. Weil manuell kann das eh besser. Das Problem ist, dann müsste ich mich eigentlich mit dem Türsystem beschäftigen, wie das Türsystem funktioniert. Das habe ich noch nie gemacht. Yay, Party. So, da vorne ist dann unser Stop. Hütte fest, Kollege, deine Tüte da aber weg daneben. So. 3, 4. Und dann bremse ich aber wirklich wieder komplett akkurat vorne an diesen. Bisschen weiter vor. 9 Meter vor. Jetzt kann ich es aber verstehen, dass wir noch Meter vor müssen. So, jetzt aber. Gut, dann war es wahrscheinlich ein Fehler. Ich habe die Schaffner-KI doch aktiviert gehabt. Du besitzt das Fahrer. Die hat nur der Schaffner. Schaffner, hast du mal einen Schlüssel für mich? Nächstes Mal wirklich hier, Schaffner. 2, 3, 4. So. Wer hat den Schlüssel? Hallo? Kann ich die Türen irgendwie anders noch bedienen? Ich hab den Schlüssel. Den habe ich halt nicht. Das ist das Problem. Hä, hey, aber wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Ich will nur Türen öffnen und so. Ich habe doch hundertprozentig die Schaffner-KI aktiviert. Da kannst du sagen, was du willst. Die habe ich aktiviert. I think we have a problem. Bewegen wir uns? Nö, glaube ich nicht. Schaffner, gib mal Schlüssel her. Nee, mal ernsthaft, wo ist dieser Schlüssel? Hängt der irgendwo? Ja, danke links drüben, dass du hier weiterhin da. Aber ich finde, das ist alles nicht in Ordnung. Wer hat meinen Schlüssel geklaut? Hey, ja, aber ich habe doch auch nicht diese manuelle Türsteuerung aktiviert. Das hat doch vorher alles noch funktioniert. Signalhorn, Schaltrelais zurücksetzen. Was ist Schalttafel? Ich mach das einfach mal. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Kann ich das irgendwie noch anders machen? Einstellungen, so. Steuerung. Fahrzeug. Können wir irgendwie uns einen Schlüssel besorgen? Ich habe keine Ahnung.
Bremshebel, Bremshebel, Türalarm, Türsteuerung ein, aus mit B. Türsteuerung ein, aus mit B. Schaffner KI ein, aus mit F9. Oh. Das ist aber mein Aufnahme-Hotkey. Kollege. Das geht nicht. Mann. Gut, ich verstehe jetzt, wo das Problem liegt. Ich starte gerade mal die Aufnahme neu und dann können wir gleich die Schaffner-KI einschalten. So, da sehen wir wieder hoffentlich jetzt mit eingeschalteter Schaffner-KI. Jo, habt ihr die Türen geöffnet. Wunderbar. Ich sollte mir meinen Aufnahme-Hotkey anders legen. So. Bremshebel steht auf 0. Warum denn? Innenraumbeleuchtung ist auch nicht an. Okay. Wechsle in die... Ich bin in der... Wechsle in die Schaffner-Kabine? Türschlüssel... Ich möchte das nicht. Fenster öffnen, gedrückt halten. Taste K. Ja, schau aus dem Fenster. Jetzt muss ich den Schaffner spielen oder was hier? Abfahrtsignal geben, können wir abfahren. Jetzt bin ich der Schaffner, ist aber auch irgendwie cool. Türen zu. Verlasse die Außenansicht. So, schließe das Fenster mit... Das darf ich alles selber machen hier oder was? Zieh den Türschlüssel ab. Wechsel zu... Das Problem ist, dass FC mein Hotkey für Screenshots machen ist. Egal, so. Ey, irgendwie finde ich das cool, aber ich will auch keine Scheinwerfer einschalten. Ich möchte das nicht. Ich brauche jetzt keinen Scheinwerfer hier draußen. Machen wir den Scheinwerfer aus. Den brauche ich nicht. So, ich habe doch schon zweite Fahrstufe, Kollege. Du brauchst mir nicht das machen und sagen, was ich schon habe. Der gibt mir blöde Tipps, aber auf jeden Fall mache ich jetzt hier die Türsteuerung selber. Das finde ich ja auch irgendwie cool, muss ich sagen. Das ist irgendwie cool. Warum ich jetzt heute den Service wahrscheinlich das Schaltrelay zurückgesetzt habe. So vielleicht? Warte mal. Steht jetzt an das Richtige vorne dran. Times... Nicht ganz. Jetzt vielleicht? Main Street Flushing. Genau, das stimmt soweit. So. Wir sind etwas zu schnell, aber angesichts dessen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen zu spät sind, weil der Let's Player hier unfähig ist, dann ist es halt so, ne? Jo. Nächster halt. Queensborough Place PLZ. Ich denk mal. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Oh. Bisschen arg zu viel zu schnell hier für die... für den Kurvenradius, aber was willst du machen? So. Da vorne ist unsere Station. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Und das darf ich selber den Schaffner machen, oder was hier? Ist ja auch super. Egal, dann machen wir einfach auch den Schaffner selber. Ist doch in Ordnung. Nur warum können wir das nicht über unsere eigenen Türdinger da lösen? Warum muss das der Schaffner machen? Aus Gründen, denke ich mal. Die Gründe werden multiple sein und... Die werden schon so ihre Richtigkeit haben. Wahrscheinlich wollte ich nur ein bisschen hier Josh stressen oder sowas. Nachdem es mit der Aufnahme versemmelt hat, dann darf man schön ein bisschen den Josh stressen. Das ist eine sehr gute Idee. So. Da vorne ist hier, Enddingens da so. Das ist, als wäre eine Schaffner-Ansicht oder was. Darf ich das selber machen? Muss ich wieder zum Schaffner wechseln. So, wie war das mit Ella aus dem Fenster gucken? Ja, so. B. Schaffnerfenster öffnen. War das nicht irgendwie so? Hallo? Ah. Wie mache ich das jetzt? Ich drück mal auf... Wo ist denn das hier genau? Auf der... Welche Taste? Hier, so. Rechts oder links? Beide Seiten ist mir jetzt egal. So. Kriegen wir irgendwie hin. Jetzt machen wir die Türalarme rein. Ich mache das schon gut, oder? Warte mal. Sicht 1. Wie kann ich aus dem Fenster... Ich lasse das Fenster einfach offen. Warte mal. Wie mache ich das Fenster auf? Damit B ziehe ich den Schlüssel wieder ab. Egal. Ich mache das einfach so, wie ich das denke. So. Wir fahren einfach, ne? Ich glaube, das mit diesem Schaffner sein, das ist noch nicht ganz so meins. Aber irgendwie bekommen wir das, denke ich, immer noch hin. Auch wenn ich es irgendwie lieber als Fahrer machen würde hier. Kann ich den Schlüssel hier vom Schaffner mitnehmen und das selber machen? Nein, man muss alles selber machen lassen und so. Wie wir es auch von dem Weg kennen. So. Wir haben Verspätung. Das finde ich mittelmäßig. Mittelmäßig, was willst du machen? So, können wir jetzt hier auch einen Screenshot machen, oder das wird gleich nicht schaffen. Ansicht wechseln. Dankeschön. Darf ich trotzdem. So. Es darf nicht zum Schaffner gewechselt werden, während der Zug fährt. Das kann ich voll nachvollziehen. So, wir sind immer noch zu spät. Ich fahre ein bisschen arg zu schnell, habe ich so das Gefühl. Aber passt schon irgendwie, oder? Passt das irgendwie? Ja, über den Gleisen zumindest mal nicht. So ganz knapp am Limit immer. Die Verspätung, die holen wir auf jeden Fall wieder ein. Wir sind nicht mit 2 Minuten zu spät oder so. Nein. So, da vielleicht ein bisschen langsamer. Weil da wirklich ein bisschen Gefahr ist.
durch die eingängige Straßen bzw. Schienenführung an dieser Stelle. Boah, aber ich habe jetzt echt hier voll... Ich habe gerade voll Stress hier, es ist ja ganz schlimm. Also das alles hier selber zu machen, ist echt heftig, das hätte ich nicht erwartet. Okay. Gut, ich wollte es eigentlich auch gar nicht selber machen, aber... Das Spiel hat mir dazu gezwängt, dass ich das selber machen muss. Ist okay. So. Dann nehmen wir jetzt die Flakete trotzdem aktiviert. So, Ausstieg rechts. Gut. Dann alle mal ein bisschen weg vom Bahnsteig. So, Schritt 1. Leute weghupen. So. Schritt 1 erledigt. Das heißt, jetzt müssen wir hier wunderbar zum Stehen kommen. Das sollten wir irgendwie auch hinbekommen. Ich bin nicht ganz so optimistisch, aber vielleicht kriegen wir es da hin. So. 3, 4 und... Vollbremsen. So, jetzt wechseln wir wieder zum Schaffner hier. So. Schlüssel mit B stecken. Ausstieg rechts machen ist Türöffner. Boah, weiß ich was? Türöffner. Ich schau mal ganz kurz die Steuerung an, damit ich die auch im Kopf habe. Steuerung. Fahrzeug. So. Schauen wir mal ganz kurz. Das wäre... Wo haben wir es denn? Scheinwerfer Express Local. Rechter Türalarm. Türöffner 4 und 6 auf dem Numpad. Okay. 4 und 6 und 7 und 9. Okay, macht irgendwie Sinn. Also, gehen wir mal raus hier. So, Ausstieg war rechts. Das heißt, wir machen da rechts Tür auf. Wunderbar. So, Schaffnerfenster raus. Gucken, war das nicht irgendwie L oder so? War doch irgendwie. Wie kann ich aus dem Fenster gucken? Wie kann ich nochmal aus dem Fenster gucken, damit ihr das auch nochmal wissen sollt? Das mache ich ja alles wunderbar in-game. Das freut euch bestimmt. So, Schaffner. Wird wahrscheinlich nicht hier sein, oder? Türsteuerung, ein, aus, B, Kabinentür. Kabinenfenster hoch und runter. Ach, K und L, okay. Kamera. Pff. Ja, voll super, ne? Kriegen wir irgendwie hin, hoffe ich mal. Habe ich da nicht gefunden, was ich wollte, aber ist ja egal. So, jetzt kann ich mit K und L kann ich das hoch und runter fahren. Jetzt kann ich auch mit L da. Kann ich aus dem Schaffnerfenster gucken. Auf gut Glück, rechter Türalarm. Und Tür zu. So, dann wechsel ich den nach vorne und dann fahren wir mal ab. Ich komme da nicht ganz warm mit, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen sehr komplex. Ist toll, dass wir den Schlüssel stecken lassen können. Das ist ganz praktisch. Und da kurz mit dem Rausgucken mit Eber bewertet, das mit dem Schulterblick und so. Das kann ich zwar als Fahrer machen, aber als Schaffner nicht, aus Gründen. Auch wenn ich gerne den Schlüssel selber mitnehmen würde und die Türen vorne selber steuern. Aber das darf ich ja nicht, weil der kleine Josch, der ist ja dann überfordert, wenn er da vorne alles selber machen muss. Ja, bloß, dass der Josch trotzdem alles selber machen darf. Yay, Party. Egal. Irgendwie bekommen wir das schon hin. Wir holen die Verspätung irgendwie wieder auf. Bin ich der Meinung. Irgendwann mal in 10 Jahren vielleicht. So, ich fahre mal ein bisschen schneller hier. Einmal alle weggucken hier. So, da vorne kommt der Express-Train in der Mitte. Das ist auch schön. So, mal Tag, Kollege. So, Bremsmanöver ein bisschen zu weit da, aber ich glaube, wir sollten es hinbekommen. So, Schaffnerwechsel, Tür auf der rechten Seite. Wunderbar, die steigen ein und aus. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich da rausgucke, ne? Es ging doch bestimmt, kann man auch über Sicht gehen, oder? Warte mal, das kriegen wir jetzt aber alles wunderbar hin. Steuerung, allgemein. Nee. Spieler. Vorwärts-Rückwärts-Interaktion. Okay, geht wirklich nicht. Muss es echt in der Fahrzeug stehen. Früher schon betrieben. Totmann, Richtungshebelbeschleunigung, Schalttafel. Linker Türalarm, rechter Türalarm. Türsteuerung, Kabinentür, Scheibenwischer, Kabinenfenster, Hilfe. Schaffner, KI, Wechselfahrer, Schaffner. Die wechsle ich, den stelle ich jetzt mal auf. Ja, F5 oder sowas Tolles. Ich würde die Schaffner-Key trotzdem gerne nochmal einstellen. Dann stelle ich mir die mal auf F6 oder so, wenn ich nichts stehen habe. Dann probiere ich es nochmal so, weil so ist das echt ein bisschen arg viel. Kamera, linke Außenansicht, Kamera, Fahrtsteuerung, Türsteuerung, linke Außenansicht, Maussteuerung, Zeitmonitor, Streckenmonitor. Mir gerade irgendwie Wurst. So, wir gehen mal wieder zurück. So, ich mache es mal selber wieder zu. So, wobei jetzt kann ich zumindest mal Tastenkombinationen verwenden, die nicht doppelt belegt sind. Das heißt, das mit dem Schaffner, das kriege ich heute noch hin. Ich bin da ganz überzeugt von. Wenn ihr das auch nicht seid, ich bin da überzeugt. Wir haben nur 2 Minuten Verspätung, das ist super. Wir bekommen das hin. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich rausgucke, das finde ich ein bisschen blöd, ne?
Weil ich glaube, dieselben Tastenkombinationen wie vorne am Fahrer kann ich aus mysteriösen Gründen eben nicht verwenden. Aber ja, was willst du machen? Ein bisschen Stress hier ist auch schön. Aber wenn ich halt ehrlich bin, ist das ohne rausgucken, finde ich, ist immer ein bisschen sehr blöd, ne? Ja, wenn ich rausgucken kann, einfach so die Tür auf gut Glück zumachen, das ist irgendwie... Ich weiß es nicht, das gefällt mir nicht, das ist nicht so. So, 4 und dann einmal Nummer 5 zum Stehen kommen. Oder noch ein bisschen mehr zum Stehen zu kommen, so. Wenn ich jetzt wieder hier die Ansicht wechsle und erstmal rechts die Tür aufmache, so. Würde ich mich trotzdem dafür interessieren, mich hier rausgucken kann, oh, mit 2. Habe ich die Türen offen? Oh, ich habe die links aufgemacht. Hä, warum ist das denn umgekehrt, wie ich das gedacht habe? Warum ist das umgekehrt? Hab immer gedacht, rechts ist 6. So, Türsignal. Ich probiere das einfach nochmal bei Gelegenheit. So, wir wechseln wieder vorne und fahren mal weiter hier. Das bekomme ich noch raus, den Trick. Den bekomme ich noch raus. Das weiß ich auch, dass ich mit 2 nach draußen gucke. Das heißt, ich bin voll der professionelle Schaffner. Juhu, juhu, ich bin ein professioneller Schaffner. Yeah. So, hallöchen, hier ist der Josh aus dem Schnittprogramm. Also, den Josh, den er sonst eigentlich nie zu Gesicht bekommt, weil Josh eigentlich immer zu faul ist, seine Videos zu schneiden. So, folgendes Problem. Ihr habt schon gemerkt, zum einen war die Folge relativ lang und zum anderen waren da ein paar Schnitte drin. Also, es waren weniger Schnitte. Das war einfach infolgedessen, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Beziehungsweise das Spiel ist abgeschmiert und dadurch, dass ich zum ersten Mal mit Traps aufgenommen habe, eben auch die Aufnahme. So. Nach dem Absturz, der gerade eben passiert ist, habe ich absolut keine Lust mehr gehabt, weiter aufzunehmen. Deswegen ist jetzt hier erstmal Schluss. Ich schaue mal, dass ich für übermorgen vielleicht bei der Expresslinie aufgenommen bekomme. Und wenn nicht World of Subways 4 kommt, sondern was anderes, weil mich das Spiel gerade annervt, weil es da unter Meinung ist, abschmieren zu müssen, dann kommt da was anderes. Das tut mir leid. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das war es jetzt erstmal von dieser Aufnahme und der Josh in der nächsten Aufnahme, was auch immer übermorgen aus diesem Slot läuft, wird ein anderer Josh sein als den, den ihr hier gerade hört. So, das zur Erklärung, warum es so prompt vorbei ist mit einem Wort. Spiel ist abgeschmiert, ist halt nun mal leider sowas, willst du machen. Also, mach es trotzdem gut, vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank fürs Ertragen.